beim HFT-Training, beim Aufwärmen. Erstmal natürlich aufwärmen, 5, 6, 7 Minuten auf dem Ergometer, locker entspannt, Puls maximal 120. Nichts, was einen umbringt, das sogenannte globale Aufwärmen oder auch genannt das allgemeine Aufwärmen. So, heute HFT, heute gibt es Kreuzheben. Kreuzheben, nicht meine Lieblingsübung, ich gebe es zu. Es ist meine Hassübung, aber so ist halt manchmal auch Hassübungen machen ihren Sinn. HFT-Training ist ein Klassentraining. Das heißt, ihr arbeitet bei dieser Art von Training autoregulativ. Dann, wenn ihr euch aufwärmt, im Fitnessstudio aufwärmen, was macht ihr heute? Ihr spürt anhand vom Biofeedback während des Trainings, welche Power habe ich heute? Habe ich maximale Power, mache ich Zweiercluster. Bisschen weniger Power, Dreiercluster. Noch weniger Power, Viercluster. Ganz wenig Power, Fünfercluster. Aber, das heißt nicht, dass die 4er oder 5er schlechte Cluster werden, sondern sie sind automatisch angepasst an eure Tagesform. So einfach ist das. Fahre ich jetzt noch circa 2 Minuten und dann Feuer frei. So, das globale Aufwärmen, allgemeines Aufwärmen durch. Ich fange an mit spezifischen Aufwärmen. Zweiter Satz habe ich schon. Erster Satz habe ich die Stange gehabt und 2 5er drauf. Jetzt habe ich die Stange 20 Kilo und 2 15er. Zweiter Aufwärmsatz. Das sogenannte spezifische Aufwärmen. Das sind die falschen Schuhe für Kreuzheben. Entweder strümpfig oder barfuß. Heberschuhe habe ich einen schönen geilen Strand drin. Die ziehe ich mir an. Die gönne ich mir. Man kann natürlich auch, klar, natürlich das Ganze nur mit Schlüpfen machen. Auch gut. Ich nehme meine Gewichtheberschuhe. Yes! Aufwärmsatz, spezifisches Aufwärmen. Nächster Aufwärmsatz, 90 Kilo. So, wie ihr seht, Herzfrequenz ist immer noch relativ hoch. Warum? Kreuzheben ist anstrengend. Deswegen auch die Herzfrequenz nach dem Satz immer noch relativ hoch. Meine ersten drei Aufwärmsätze hinter mir. Ich bin jetzt bei 110 Kilo. 110 Kilo habe ich mir im Kopf vorgegeben, ich fühle mich für 110 Kilo 4er Cluster. Das heißt, ich muss mindestens 20 Wiederholungen machen bis maximal 30 Gesamtwiederholungen im Cluster-Style. Somit, wenn ich mich für 4 entschieden habe, muss ich mindestens 5 mal 4 machen. 5 mal 4 sind 20. Maximal 7 bis 8 mal 4. Bei 8 mal 4 bin ich bei 32. 30 ist die höchste Wiederholungszahl, maximal 8 bin ich bei 32. So, ich habe 110. Mein Biofeedback sagt mir, das könnte 4er Cluster wert, ich probiere es aus und dann schaue ich danach, ob ich so bleibe oder ob ich es ändere. So, ich mache natürlich einen Kreuzgriff. Oh, was hat denn die Hölle? Eins. Komm, zwei. Zwei. Drei. Eins. Vier. Ha, ich würde sagen, da geht noch was. Ich fühle mich. Ich mache noch 5 Kilo rechts, links drauf. Wie andere. So, also, ich habe mich jetzt für 120 Kilo entschlossen. 120 Kilo Dreiercluster. Müsste gehen, fühle mich stark, fühle mich gut. Mein Biofeedback sagt mir, du hast heute Pfeffer im Arsch. Und wer Pfeffer im Arsch hat, der kann natürlich auch Dreiercluster machen, 120. Schauen wir mal. Eins. Jawohl, komm. Zwei. Und drei. Erstes Cluster, 5 Sekunden, ich bleib dabei. Pause maximal 30 Sekunden. Puls ist gerade mal bei 120. Nächstes Cluster. Eins. Jawohl, zwei.
Und 3. Puls 31. Ja. Maximal 3 Sekunden Pause. Hab noch ein bisschen anfänglich etwas längere Pausen. Gegen Ende der Cluster länger. Auf geht's. 1. Jawohl. 2. Komm. Weiter. 3. Drittes Cluster. Geht schon wieder los, ja? Yes. Die Fetzen hängen schon runter. Warum? Weil ich Spülhände habe. Bisschen Pause noch. Puls ist schon auf 137. Hula hula! 1, 2, jawohl. Letzter. 3, komm. Jawohl. 12 Wiederholungen. Meine Griffe. Ja, Kreuzheben ist nicht meine Übung. Schön atmen. Jawohl. Wichtig, Atmung. Nicht zu viel Atmung. Ohne 1. Komm, 2. Jawohl. Okay. 15 Wiederholungen. Puls 144. Gleichmäßig atmen, Luft holen. Genau. Schnauze halten. Lass mal Andreas mal ein bisschen Ruhe. Wichtig zwischen den Pausen schön atmen, konzentrieren. Licht ausgegangen. Tja, er geht schon das Licht an! Und 1. Komm, 2. Jawohl. 3. Komm! 18 Wiederholungen. Huhu. Huhu. Bisschen Pause, Puls 50. Ein paar Sekunden. Noch ein Cluster. Dann bin ich bei 21. Mindestzahl erreicht! Letzter, komm, letzter. Und ran. Jawohl. Einmal noch. Ein Cluster mache ich noch. Puls 151. Scheiße. Wenn ich das nächste Mal auf die Welt komme, als Gewicht. Federball spielen. Federball oder Wetthelden. Aber den Scheiß mache ich immer. So. 1. 3. Also, 24 Gesamtwiederholungen. Ich habe 3er Cluster gemacht mit 120 Kilo. Warum? Weil mein Videofeedback hat mir gesagt, du packst heute 120. War auch genau die richtige Entscheidung. Klar, für jemanden, der dieses Trainingsprinzip nicht kennt, das HFT-Training nicht kennt, da tut sich jetzt echt ein bisschen schwer. Deswegen gibt es ja von mir natürlich auch schon HFT1 zum Einstieg, Theorie-Teil, Praxisteil 1, mit Kniebeuge Teil 2. Also nochmal im Schnelldurchlauf. HFT-Training 5-mal die Woche. In der Regel 3 Grundübungen arbeiten wir. Es ist ein autoregulatives Training. Autoregulativ heißt, ihr müsst auf euer Biofeedback hören. Was sagt euch euer Körper? Wie seid ihr drauf? Ihr entscheidet nicht zu Hause, ob ihr heute mit großen oder kleinen Gewichten trainiert. Ihr sagt nicht, wenn ich 5er Cluster mache, das ist ein schlechtes Training, weil ich mit leichten Gewichten trainiere, sondern ihr entscheidet intuitiv aus dem Bauch raus.
Heute habe ich viel Power, 2er Cluster. Bisschen weniger Power, 3er Cluster. Nicht ganz so viel Power, 4er Cluster. Und heute muss ich einfach leicht trainieren, weil ich keine körperliche Maximalpower habe von 5er Cluster. Unter Cluster versteht man ein Cluster, beziehungsweise ein Cluster. Oh, 2 Wiederholungen ist Cluster 2. 3 Wiederholungen ist Cluster 3. 4 Wiederholungen ist Cluster 4. Und 5 Wiederholungen ist Cluster 5. So, und ihr entscheidet euch autorelief an jedem Tag, wenn ihr im Fitnessstudio seid. Was mache ich heute? 2er, 3er, 4er, 5er. Ich habe mich heute für 3er entschieden. Das war die richtige Entscheidung. So, das war's jetzt für heute. HFT-Training, Hochfrequenztraining. Warum Hochfrequenz? Weil man es bis zu 5-mal in der Woche machen kann. Und warum können wir es bis zu 5-mal in der Woche machen? Weil wir autoregulativ trainieren, nicht bis zum Muskelversagen. Hallo! Und natürlich mit maximaler Muscle-Brain-Connection. Und wenn wir 3 Übungen machen, sind wir in 30 Minuten durch. Und deswegen kann ich 5-mal in der Woche arbeiten damit und habe eine maximale Kraftsteigerung wie bei keinem anderen Trainingsprinzip. Ihr müsst ausprobieren, urteilt doch nicht schon wieder anhand von keinem Wissen. Ihr habt es noch nicht ausprobiert, also bitte nicht urteilen. Probiert es aus. Und erst wenn ihr es 8 bis 12 ausprobiert habt, könnt ihr überhaupt darüber entscheiden, ob es gut oder schlecht ist. Nach 2-mal Training wisst ihr gar nicht, wie es funktioniert. Das war's, ich habe die Schnauze voll. Vor lauter Rumschreien ist mein Puls schon 120. Bis dahin. Andreas Kienbacher, Personal aus Karlsruhe, Rand auf als Mistati. Wenn es euch gefallen hat, ganz einfach abonnieren. Und regelmäßig habt ihr Mr. T im Haus.